Ja Leute, da wären wir auch wieder zu einer neuen Folge von Tiny Craft Attack 6 und ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier in die alte Stadt zu gehen, weil ich finde es ja irgendwie besser und ja, habe jetzt erstmal Bock hier weiterzumachen. In der anderen Region habe ich halt gerade nicht so viel Lust und das ist eben auch genau das, was ich mir ja vorbehalten wollte, ne, dass ich eben jederzeit doch hierher wieder gehen kann. Finde ich halt wesentlich angenehmer, manchmal dann einfach switchen zu können, anstatt dann immer, ja, nie zurück zu können quasi. Das fände ich irgendwie schade und hier gibt es nämlich noch viel zu tun, muss ich sagen. Zum Beispiel hier diesen Kopf noch draufsetzen und ich habe nämlich im Stream jetzt übrigens auch noch ein bisschen was gemacht und zwar hier oben das mal ausgetauscht gegen eine Mauer und hier diese ganze Hecke wieder hingesetzt, die war nämlich komplett weggebrannt von der Lava und deswegen habe ich jetzt hier unten auch Magma-Blöcke hingetan. Ja, und so sieht es schon mal besser aus jetzt. Jetzt fehlt eben wie gesagt nur noch der Kopf und den setze ich mal kurz drauf. Ja, da ist er doch wieder, unser Lord Ente. Ich weiß nicht, ob ich das direkt mal als Thumbnail nehmen soll, ne? Ich mach's einfach mal an der Stelle. Und ja, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, ich gehe nochmal runter. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen mein Lager sortiert. Oder unser Lager eher gesagt, ne? Und ja, da müsste ich vielleicht gleich auch nochmal weitermachen, je nachdem. Und genau, stimmt, ich habe hier mal Trapdoors hingemacht, weil die Hopper so hässlich waren. Und hier hinten generell auch mal die Wand ein bisschen verschönert, ne? Ja, also so Kleinigkeiten müssen hier definitiv noch überall gemacht werden. Zum Beispiel hier auch noch ausleuchten wäre schön. Das heißt hier immer irgendwie gegenüber oder so. Oder da auch mal ausleuchten, ne? Weil das gefällt mir hier alles noch nicht. Also ich bin davon noch nicht so überzeugt, von dieser ganzen Gegend hier. Auch die Karte und so. Da ist ja auch noch ein bisschen was falsch, habe ich letztens gesehen. Also da muss noch was her hier, auf jeden Fall. Und das versuche ich eben jetzt, diese und nächste Folge erstmal so ein bisschen zu machen. Also diese schwebenden Bäume hier, die müssen hier echt mal weg. Also ja, keine Ahnung, das regt mich mittlerweile echt auf. Und weiß jemand, warum wir hier Pferde auf dem Feld haben? Vor allem gleich 3 Stück. Wo kommen die alle her, bitteschön? Ja, ich denke, so ist das doch schon wesentlich besser verteilt hier mit den Bäumen und ja, Akazien an sich sind ja nicht schlecht, die sehen sicher gut aus, wenn die dann gewachsen sind. Werden wir dann mal sehen, ne? Jetzt würde ich aber sagen, gucke ich erstmal nochmal hier rein, ob es hier noch irgendwo was zu tun gibt. Ja, im Rewe war doch, glaube ich, auch noch das ein oder andere nicht fertig, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, vor allem hier unten dieser Zugang und so. Da hat doch bestimmt noch irgendwas gefehlt. Also ich habe das zumindest so in Erinnerung und ich hätte das eben wirklich gerne mal alles hier komplett fertig. Ich gehe mal kurz in den Game Mode Creative. Nicht noch eins, das war früher. Ja, aber hier gibt es eigentlich auch nur Lampen und so. Okay. Ja, ich gehe mal kurz hier in den F3 und N. Was ist denn das hier überhaupt? Ach, das ist schon die Etage hier. Hey Leute, die ist aber ganz anders, als ich sie in Erinnerung habe. Stimmt, hier hat glaube ich noch mal jemand ausgehoben. Und hier ist dann aus irgendeinem Grund sowas, das kenne ich aber noch gar nicht. Ja, keine Ahnung, was dann hier noch rein soll. Irgend so eine Lagerhalle oder so soll das bestimmt sein. Und ja, dann haben wir hier ja noch irgendwelche Felder. Ist das nicht von Duckfish, der eine Keller? Ja, stimmt, das geht noch hier rüber. Und so ähnlich hat er auch tatsächlich in Ahuto gebaut. Ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen dort, weil Ahuto läuft ja jetzt erst seit kurzem. Wenn ihr das Video hier seht, erst eine Folge ist ja jetzt online, ne? Und ja, irgendwann habe ich die dann auch mal gezeigt, die Hütte von Duckfish. Da hat er auch so ähnlich wie hier gebaut und... Ja, was ist das hier überhaupt für ein Lager? Das habe ich irgendwie nie verstanden. Und hier... Hä? Seit wann gibt's hier noch einen Gang? Jetzt erkunde ich das erstmal alles. Hä? Lol. Was ist denn hier noch als, am Gange, bitteschön? Den geheimen Keller hier kenne ich ja auch noch nicht. Ah doch, warte mal, ich glaube, den habe ich mal von außen gesehen. Da bin ich zufällig drauf gestoßen. Und da kommt man nämlich auch über die Kirche hin. Ach, deshalb wollte Duckfish das irgendwie da irgendwas machen unter der Kirche. Das hatte ich nämlich auch nicht so richtig verstanden, den Zusammenhang. Aber, na oder ich hatte es verstanden, aber ich habe es wieder vergessen. Das kann auch sein. Ah, stimmt ja, der Pferdekeller. Den gibt es ja auch noch. Also Duckfish war noch aktiv eine ganze Weile, muss ich sagen. Lukas ja leider nicht mehr. Der hat nur hier sowas hinterlassen. Und darum wollte ich mich eben auch mal kümmern. Das sollten hier irgendwie mehrere Häuser oder so werden, wo Leute einziehen können. Genau, vielleicht kann ich das ja mal weitermachen. Ja, ja, immer muss ich Lukas' Arbeit irgendwie fertig machen, ne? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir hier jetzt so ein paar Stelzen nochmal, so ein paar Punkte, wo dann die Ecken hinkommen für die Häuser. Und ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich jetzt wirklich dieses Haus jetzt oder dieses Holz nehme oder dann lieber doch hier Fichtenholz zum Beispiel.
Ich mach mal im Vergleich jetzt das hier hin zum Beispiel. Da kommen halt immer die Wände, dann ist ja ein bisschen frei und dann hier das nächste Haus, ne? Es ist natürlich auch sehr hoch irgendwie und diese Stelzen erinnern mich tatsächlich auch so ein bisschen an das große Haus von Lucas in Minecraft Bright. Ja, ist tatsächlich irgendwie immer wiederkehrend. Ich glaube, das war sogar die Zeit hier damals, wo er auch hier angefangen hat, das zu bauen. Aber gut, ist jetzt erstmal egal. Ich brauche hier jetzt erstmal eine gute Idee. Ja, irgendwie hatte ich da auch gerade einen richtig guten Einfall. Und zwar hatte ich ja eigentlich noch nie so gestreifte Häuser mal gebaut, ne? Und da dachte ich, warum nicht einfach mal machen und hier so ein bisschen das abwechseln, ne? Ist vielleicht auch mal eine coole Sache, wie man das lösen kann. Ich werde aber wahrscheinlich das nicht ganz so hoch machen, wie die hier sind, weil 5 Blöcke und 4x4, so zumindest von innen dann 4x4, das ist irgendwie ein bisschen unpassend, aber ja, so vom Grundkonzept her gefällt mir das schon mal, wie das hier sich entwickelt. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich auch den See hier zubauen, weil der bringt nichts mehr. Und hier diese Mine, die alte, die kann eigentlich auch mal weg. Beziehungsweise da habe ich ja eh kaum gegraben oder wer auch immer hier war. Ja, brauchen wir also dann nicht mehr unbedingt. Aber hier oben haben wir auf jeden Fall jetzt eine gute Fläche oder eine gute Grundlage geschaffen. Und ich glaube, ich hole nochmal ein bisschen Holz jetzt und baue das mal aus. Ich glaube, ich habe da noch einen kleinen Fehler gemacht bei den Häusern. Die sind nämlich tatsächlich hinten aus Schwarzeichenholz gebaut und nicht aus Fichtenholz. Und jetzt muss ich das alles austauschen, ne? Also ich würde dann schon Fichtenholz jetzt gerne nehmen. Aber da muss ich halt noch ein bisschen farmen. Und ja, das wird natürlich nochmal anstrengend. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran sitzen, ein paar Folgen. Aber ja, ich versuche dann auch immer, die Folgen natürlich so zu machen, dass man mehrere Sachen unterbringt, ne? Und wir zum Beispiel, keine Ahnung, hier mal was arbeiten und dort mal, ne? Dann ist das auch ein bisschen abwechslungsreicher, finde ich persönlich besser. Und ja, das wird sich dann über die nächsten Folgen erstrecken. Aber na gut, mit der Axt geht das sogar ziemlich schnell mit dem Farmen. Also das sollte gehen. Dennoch werde ich auch mehr, wie gesagt, noch andere Beschäftigungen suchen, wo ich vielleicht die Materialien habe, ne? Weil die Stadt ist ja groß und hier gibt es bestimmt noch irgendwas auszubessern irgendwo, ne? Beziehungsweise noch irgendwas zu tun, was ich noch machen wollte die ganze Zeit. Wir haben ja noch eine To-Do-List und da habe ich sogar im Stream noch was draufgeschrieben. Das heißt, es steht noch viel an und ja, nächste Folge werde ich mir dann eins aussuchen, was passt. Gut, dann jetzt erstmal tschüss und bis dann.